Liebe noch beschäftigte Druckerei des Verlages Dumont, letzte Woche war der Betriebsrat bei uns in der Fraktion Die Linke zu Gast. Harald Hartung hat es ja erwähnt. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir alle waren tief betroffen, sind es nach wie vor von dem, was eure Vertreter uns erzählt haben. Was euch passiert ist, ist ein riesengroßes Unrecht und die Empörung und die Wut muss noch größer und stärker werden. Liebe Freundinnen und Freunde, Sie haben uns erzählt, dass ihr euch früher wie eine große Familie gefühlt habt. Und in Familien hilft man sich gegenseitig, normalerweise. Das tut ihr auch jetzt wieder. Ihr steht zusammen in Solidarität und versucht zu retten, was zu retten ist. Dafür habt ihr Respekt verdient von uns allen. Ihr habt dem Betrieb geholfen, als es ihm nicht gut ging, indem ihr auf Sozialleistungen und Arbeitszeit verzichtet habt. Doch dann hat der andere Teil der Familie beschlossen, euch einfach vor die Tür zu setzen. Während ihr wie normale, mitfühlende Menschen handelt, greift die Familie Dumont in die Mottenkiste des Manchester Kapitalismus. Das dürfen wir als Linke hier sagen. Liebe Beschäftigte des Dumont Verlages, eure Forderungen nach den euch zustehenden Gehältern und einem Sozialplan sind mehr als berechtigt und wichtig. Auch das Ansinnen, dass Teile der Belegschaft in andere Konzerngesellschaften überführt werden sollen, ist nur gerecht und auch richtig. Die Konzernspitze hat eine Verantwortung für euch als Belegschaft und muss alles tun, damit ihr wieder eine Arbeitsstelle habt. Auch dafür werden wir mit euch gemeinsam streiten. Wir alle hier, wir alle gemeinsam sind wütend darüber, sehr wütend, dass eure Lebensleistung, eure Zukunftspläne, das Schicksal von euch und euren Familien anscheinend keine Rolle gespielt hat bei den Überlegungen der Konzernspitze, wie es im Verlag weitergeht. Doch ohne euch, liebe Beschäftigte und die vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, könnte der Dumont-Konzern ganz gar nicht mit den anderen großen Verlagshäusern in Deutschland mitspielen. Erfolg ist nie der Erfolg eines einzelnen Menschen, sondern einer Familie. Ohne die Arbeit vieler Einzelner geht es nicht. Das ist euer Verdienst, dass dieser Verlag, das Dumont, wirklich so stark in Köln ist. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Beschäftigte, wir können es den Dumonts nicht durchgehen lassen, euch lautlos und ohne Konsequenzen abzuservieren. Schlimm genug, dass der Konzern in Köln fast schon ein Meinungsmonopol hat und die Kölnerinnen und Kölner in den Zeitungen nichts über euer Schicksal gelesen haben. Wir haben das vom Betriebsrat erfahren und nicht aus der Presse, die eine eigentliche Verpflichtung hat, eine Verpflichtung, die Bevölkerung zu informieren. Herr Ott hat es ja schon erwähnt, von einer Familie, die zwei Ehrenbürger in ihren Reihen hat, dem verstorbenen Alfred Neven Dumont und seine Witwe Hedwig Neven Dumont, erwarten wir mehr, viel mehr. Sie haben eine Verpflichtung, sich jetzt einzusetzen für die Belegschaft. Sie hat eine Verpflichtung, diesen Menschen die Zukunft zu zeigen, ihnen halt einfach auch den Weg zu zeigen. Das wäre nie geschehen, aber jetzt ist die Zeit dazu, dass Dumont sich einfach ihrer Verpflichtung bewusst wird und diese auch umsetzt. Liebe Freundinnen und Freunde, eine Ehrenbürgerschaft verpflichtet. Und ich hoffe, dass die Dumonts auch das sehr einsehen werden. Dass sie entsprechend bei den Sozialplanverhandlungen auch endlich das hinlegen werden, was diese Beschäftigten auch verdienen. Die Familie Dumont hat die Zeitungsmacht auf ihrer Seite. Aber liebe Freundinnen und Freunde, liebe Beschäftigte,
Ihr habt die Moral auf eurer Seite. Es ist ein Skandal, wie mit euch umgegangen wird. Aber ihr seid laut und immer mehr Menschen hören euch. Auch wenn Dumont euch totschweigen will, wir werden das definitiv nicht zulassen. Nicht heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen. Ich kann jetzt für die Linke sagen, dass wir Teil eures Kampfes werden, auch entsprechend beitragen werden. Es wurde auch schon erwähnt, hier nochmal der Hinweis, es gibt eine Aktuelle Stunde in der Ratssitzung übermorgen. Ab 15.30 Uhr ist die Ratssitzung. Und es gibt da eine entsprechende Aktuelle Stunde zu diesem Thema. Und deswegen bitte ich euch, kommt entweder zu Ratssitzung, meldet euch an. Oder es gibt einen Livestream, hört euch das an. Am Donnerstag ist dieser Sachverhalt Diskussion in der Ratssitzung. Und wir werden schauen, dass wir eine kämpferische Rede hinlegen. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, damit keiner euch überhört und keiner sagen kann, er hat davon nichts mitbekommen. Ich möchte noch eine Sache sagen, die mich wirklich tief getroffen hat, als der Betriebsrat bei uns war. Es ist tatsächlich eine große Zersetzung des Vertrauens, wenn mit Menschen so umgegangen wird, wenn man sich so machtlos fühlt. Und diese Machtlosigkeit werden wir brechen. Wir werden weiter an eurer Seite stehen und mit euch weiterschreiten. Dankeschön. Momentchen, und in jedem steckt eine Kirche, yeah.